Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten. Der Klingenthal Sportmarathon in Salzkotten, ein Laufevent der besonderen Art. Es ist noch früh am Morgen, bei der Startnummernausgabe gibt man sich entspannt und am Bistritzeplatz stellt sich der Besuch aus der Partnerstadt Bistritze zu einem Gemeinschaftsfoto auf. An diesem Tag sind drei Größen aus der Laufszene angereist. Mit Elias Sansar ist der 14-fache Hermannslauf-Sieger hier in Salzkotten und will heute den Streckenrekord über 10 Kilometer knacken. Ich bin heute hier, um zu laufen, ja, um auch ein bisschen Spaß zu haben. Natürlich, wenn jetzt der Streckenrekord fällt, ist es für mich dann ganz gut, würde ich mich freuen. Aber es ist etwas zu warm. Mit Jan Katschurro und einer Marathon-Bestzeit von 2,28 hat sich ein ganz schneller Mann hier angemeldet. Jan Katschurro, dem dieser ehrenvolle Titel vorausgeht, der schnellste Koch Deutschlands zu sein, mit einer Marathon-Bestzeit von 2,28. Mit 2,28 könntest du ja hier heute einen neuen Streckenrekord aufstellen. Der liegt so um die 2,38. Hast du vor, den heute mal zu knacken? Also klar, das Ziel ist, ihn zu unterbieten. Unter 2,30, das wird eher weniger, weil ich gerade nicht die Form dafür habe, aber unter 2,38 ist definitiv ein ganz großes Ziel. Ja, und das gehe ich auch dieses Jahr an. Last but not least mit Laura Hottenrott ist eine der schnellsten deutschen Marathonläuferinnen dabei. Ja, das war der erste Startschuss zum 13. Klingenthal Sportmarathon. Jetzt um 8.30 Uhr sind die Temperaturen noch sehr lauffreudig. Das wird sich aber voraussichtlich im Laufe des Vormittags ändern. Man befürchtet hier nicht ganz so unrecht einen Hitzemarathon. Etwa 700 Akteure dürften es sein, die sich hier jetzt auf die Marathon- und Halbmarathondistanz begeben. Im Übrigen ein amtlich vermessener Rundkurs und weitgehend flach. Außerdem mit dabei die Teilnehmer des Rotte-Staffelmarathon. Für Sie, liebe Zuschauer, mit einer gelben Startnummer zu erkennen. Hier teilen sich jeweils vier Akteure die Marathondistanz von 42 Kilometer und 195 Metern auf. Den Streckenrekord halten hier die Laktatfreunde aus Soest in 2,38,20. Heute sind hier keine 100 Marathonläufer und Läuferinnen unterwegs, die sich dieser Herausforderung stellen wollen. Ein größeres Teilnehmerfeld wurde wohl in Anbetracht der zu erwartenden Hitze kurzfristig verkleinert. Einige von ihnen hatten sich dann noch anders orientiert. Ja, kühlen und nicht so auf das Gaspedal treten, das sollte heute die Devise sein. Die Marathonläufer, für Sie zu erkennen an der grünen Startnummer, erklärter Favorit auf dem Marathonsieg heute, ist ein Mann mit dem Ehrentitel schnellster Koch Deutschlands zu sein. Jan Katschurro aus Holzminden, nicht nur ein sehr guter Koch, sondern auch ein formidabler Marathonläufer mit einer Bestzeit von 2 Stunden und 28 Minuten. Sein Ziel heute, den Streckenrekord aus dem Jahre 2015, aufgestellt von Matthias Nahen aus Bad Driburg, zu knacken. Der mehrmalige Marathonsieger hier in Salzkotten, er lief damals eine 2,38,20. Mit Andrej Walitschka aus Salzkottens tschechischer Partnerstadt Bystrice ist ein weiterer starker Läufer hier heute unterwegs. Den Streckenrekord bei den Damen, den will ich auch nicht verschweigen, den hatte Nadja Koch vom SCC Schamede im Jahr 2014 mit 3,10,58 hier gelaufen. Auf der Halbmarathondistanz ist heute eine Frau hier am Start, die zu den schnellsten des Landes gehört, Laura Hottenrott. Sie bereitet sich zurzeit auf die Leichtathletik-WM in Eugene in den USA vor. Die schnelle Frau vom PSV Kassel, sie hält auch hier den Streckenrekord in 1,20,07. Ich bin gespannt, ob heute einer der Männer hier im Starterfeld schneller als sie ist. Hier wird der Streckenrekord im Übrigen von Michael Brandt gehalten, der im Jahr 2015 die 21,52 Kilometer in einer Stunde 13 Minuten und 29 Sekunden bewältigte. Zwar sind mit Konrad Schulz, der Zweite des letzten Jahres, und mit Thomas Svoboda hier weitere schnelle Männer unterwegs, aber vielleicht könnte der ein oder andere heute doch noch für eine Überraschung sorgen. Ja, weil
Hier auf der Laufstrecke an der Ferner Straße liegt Tobias Düben vom TEV Lemgo in Führung. Und da sehen wir auch Laura Hottenrott, die haushohe Favoritin heute für den Halbmarathonsieg. Noch gut im Rennen liegend Marathonläufer Jan Katschura. Im Gefolge Laura Brock und Lina Voss und die Läufer des Rotte-Staffelmarathon. Und jetzt im Marienballplatzort Ferner angekommen, die im Halbmarathon führenden Tobias Düben und Jan Nikola. Auf dem Weg nach Salzkotten Laura Hottenrott. Für sie läuft alles nach Plan. Im weißen Dress VfB-Leichtathletik-Chef Uwe Bär. Sie gehen jetzt in die zweite Runde. Der im Halbmarathon führende Tobias Düben hier im weißen Trikot. Dicht gefolgt von Laura Hottenrott, die hier ein tolles Rennen zeigt und wohl mit Erwartungen zur WM anreisen darf. Das Laura Hottenrott. Dann läuft er hier in Begleitung von Halbmarathonläufer Jan Nikola in die nächste Runde ein. Marathonläufer Jan Kutschora, der schnellste Koch Deutschlands. Wasser oder andere geeigneten Flüssigkeiten sind bei den heutigen Temperaturen von größter Bedeutung. Gerade bei großen Laufveranstaltungen hatte man schon dehydrierte, taumelnde Athleten gesehen. Aber nicht heute hier. Über 300 Helfer sind hier beteiligt und hier wird auch nicht mit Wasser gespart. Im Ziel erwartet der Sieger im Halbmarathon. Der Sieger im Halbmarathon heißt Tobias Düben vom TV Lemgo in 1:18:50 vor Tobias Herrmann vom TSV Rüthen und Devon Grass vom Björn Grass Running Team. Ein klasse Lauf auch von Konrad Schulz, der in 1:22 in der AK 55 siegreich war. Laura Hottenrott, die Siegerin im Halbmarathon, hatte einmal mehr ihre Sonderklasse unter Beweis gestellt und konnte Renndirektor Sascha Wikzinski mit einem neuen Streckenrekord von 1:19:32 beglücken. Also die Organisation hier in Salzkotten ist wirklich top. Also ich war vor 4 Jahren schon mal hier und ja, die Organisatoren, Vater und Sohn, sind super nett und ja, haben mich ja auch eingeladen. Wir haben neulich schon beim Paderborner Osterlauf gequatscht. Und es sind einfach viele Leute, die aus dem Haus kommen und anfeuern mit Musik. Deswegen macht es hier wirklich Spaß zu laufen. Den Lauf kann man sehr empfehlen. Nur beim nächsten Mal ein bisschen weniger. Für die Siegerinnen hatte Sprecher Horst Wikzinski dann auch einen guten Rat bereit. Normalerweise muss man nach Salzkotten immer mit dem Bulli kommen, wenn man hier gewinnen will. Sonst kriegt man das gar nicht alles mit. Herzlichen Glückwunsch! Die 10 Kilometer Runner in der Startvorbereitung. Haushoher Favorit Elias Sansa. Da wird er nicht mehr ganz mithalten können, Salzkotts Bürgermeister Uli Berger. Nachdem die ersten Halbmarathonläufer das Zielbad auf dem Marktplatz schon durchquerten, wird jetzt hier gleich am geschichtsträchtigen Westernturm der 10 Kilometer Lauf gestartet. Mit dabei 2 Feuerwehrmänner, die mit Schwerstausrüstung für einen guten Zweck heute auf die Strecke gehen. Das heißt, wir sammeln mit unserer Hilfe unserer Sponsoren Gelder für den Verein Drachenpaten, ja, für bedürftige Kinder. Auch Johannes, das neue Maskottchen des Salzkottener Marathon, ist hier an der Startlinie anzutreffen. Dann geht's hier los. Inzwischen sind die Temperaturen schon um einiges angestiegen. Und da sollte man sich seinen Lauf auch gut einteilen und nicht überpesen. Das wird wohl auch Elias Sansa heute nicht. Doch wer die Lauflegende besser kennt, weiß, dass er einen neuen Streckenrekord einplant. Der Sambase-Zehner, er kommt auch immer besser beim Publikum an. 10 Kilometer sind auch eine Lauflänge, die man mit Training hinbekommt. Vielleicht nicht ganz so schnell wie Elias Sansa, aber Training muss schon sein. Und jetzt wartet man im Zielbereich auf den 10-Kilometer-Sieger. Und der ist, wie könnte es anders sein, Elias Sansa, die Lauflegende vom TuS Bielefeld, mit neuem Streckenrekord von 32:23. Platz 2 im Sambase-Zehner ging dann an Niklas Drunagel vor, Louis Frederik Behle. Und da
dann ging es hier Schlag auf Schlag. Zuerst zerriss Rebecca Billy Pott von Nonstop Ultra in 40,55 als Siegerin des Sambase-Zehners das Zielband. Und dann sah man Jan Kaschura als Marathonsieger in 2:40,22. Streckenrekord. Ohne Frau und Kind geht der schnelle Mann hier an den Start. Doch die Sache mit dem Streckenrekord, sie hatte heute nicht ganz hingehauen, enttäuscht. Nein, überhaupt nicht. Also ich bin vollkommen zufrieden. Ich war dicht dran, es fehlen glaube ich jetzt 2 Minuten. Ich habe eine lange Odyssee hinter mir mit Krankheiten, mit Magenschleimhaut dazu. Ich konnte relativ wenig das Jahr trainieren. War das jetzt mein 3. Wettkampf innerhalb von 8 Tagen. Also dafür war die Zeit mehr als super. Und jetzt hoffe ich, dass die Form wieder bergauf steigt, dass ich zum Herbst wieder eine 132 renne. Nachtragen möchten wir noch die Platzierungen der Staffelläufer. Hier siegte das Gymnasium Antonianum Geseke in 2:44,21 vor dem Team der Bad Triburger Heilquellen in 3:18,09 und der Ballermann Crew ihre Zeit 3:30,41. Und hier sah man auch schon wieder als Gratulant Bürgermeister Uli Berger, der seinen Zehner schon akzeptabel hinter sich gebracht hatte. Dann die bewegende Siegerehrung der Damen über die 10 Kilometer, wo Mariana Sevchenko aus der Ukraine in 45:10 Platz 2 belegte. Tatjana ist geflüchtet, lebt in Paderborn und ihr Mann ist noch in der Ukraine. Platz 3 dann an Lina Voss. Die Siegerin aber heißt Rebecca Benipott von Nonplusultra. Ihre Siegerzeit 40:55. Ja, es lässt sich nicht verheimlichen, dass beim diesjährigen Klingenthal-Sportmarathon die Teilnehmerzahlen deutlich zurückgingen. Bei der Ursachenforschung stellt man schnell fest, dass das wohl kaum an der Organisation oder an der Attraktivität der Veranstaltung liegen könnte. Die ist ja nun mal einwandfrei top. Vermutlich hat die Corona-Pandemie hier für einen Einbruch gesorgt. Ja, vermutlich haben auch viele andere Sorgen. Kommen wir nun zu einer Dame, die eine Sensation schaffte, von der kaum jemand wusste. Miriam Hogen von der Caritas Herford hier am Start. Sie lief in 3:40,33 als Siegerin auf der Marathonstrecke ein. Es war ihr erster Marathon überhaupt. Es mögen hier so etwa 400 Läuferinnen sein, die sich hier auf dem Weg auf die 5 Kilometer machen. Ja, 5 Kilometer, das ist eine überschaubare Entfernung. Die kann man auch schon mit einem kleinen Trainingsaufwand hinbekommen. Doch trainieren sollte man in jedem Fall vorher auch. Hier heute im Teilnehmerfeld natürlich auch die ganz schnell, darunter Sarah Metz vom VfB Salzkotten, die auch wohl die Favoritin hier sein dürfte. Aber für viele der hier Teilnehmenden kommt es einfach nur darauf an, Spaß zu haben und dann das Ziel zu sehen. Und das Ziel sah er als erster, Erik Peters vom LC Paderborn, der die Ziellinie nach 18 Minuten und 23 Sekunden überquerte. Auf den Plätzen dann Tim Rose und Marvin Blavit. Sarah Metz vom VfB Salzkotten hieß nach 22 Minuten und 2 Sekunden die Siegerin im 5 Kilometer Fit and Fun-Lauf. Auf den Plätzen 2 und 3 Caroline Krull und Chiara Hager. Die hat natürlich auch Heimvorteil, wenn man aus Salzkotten kommt. Und jetzt heizen sie noch einmal so richtig die Läufer kräftig an, die Cheerleader des TSV Tudorf und die Hornets Cheerleader aus Paderborn. Auch er war auf der Zielgerade, der Feuerwehrmann mit schwerer Ausrüstung und eine Familienabordnung der Firma Sambese. Und jetzt geht es mit fliegenden Fahnen dem Ziel entgegen. Und jetzt waren sie auch alle im Ziel, erschöpft, aber überwiegend glücklich. Der Klingenthal-Sportmarathon, er wusste einmal mehr mit einer exzellent guten Organisation zu überzeugen. Das, was das Team Sascha Wikzinski bei der Ausrichtung von 6 kompletten Läufen hier auf dem Marktplatz auf die Beine stellte, das war schon eine logistische Meisterleistung. Gleichzeitig aber auch für uns vom TV keine leichte Sache.
wenn der Sieger wie beim Marathon der Männer und der Zehner der Damen fast gleich auf hier einlaufen, ist das für uns nur noch schwer zu verfolgen. Vielleicht kann in Zukunft etwas weniger, etwas mehr bedeuten. Und ob es noch lohnenswert ist, eine in der Organisation sehr aufwendige Marathonstrecke mit weit unter 100 Teilnehmern anzubieten, diese Frage müssen sich die Organisatoren dann auch selbst stellen. Doch der Klingenthal Sportmarathon, er ist dank seiner hervorragenden Kräfte eine attraktive Veranstaltung, die gleichermaßen den Zuschauern, aber auch den Läufern einiges zu bieten hat. Auf ein neues im nächsten Jahr. Selzer TV wird unterstützt von der Volksbank Brilon-Büren-Salzgotten, der Stadt Geseke, Schuhhaus Zeanschuk, MIG, der Dienstleistungsgruppe Salzgotten, Bäckerei Lange und dem Tanzstudio Wechselschritt.